Ja, ist da jetzt ein Radrennen im Gange? Euer kleiner Stadtstreicher ist wieder mal im Grünen gelandet, aber die Frage ist, wo? Kleiner Tipp, 22. Bezirk. Kleiner Tipp, Auhirsch. Da gibt es übrigens in der Nähe den Auhirschen Weg. Nicht benannt nach Dr. Dr. Günther Nenning wahrscheinlich. Ja, ich bin in der Lobau gelandet. Im größten Naherholungsgebiet im 22. Wiener Gemeindebezirk. Die Lobau hat eine Fläche von rund 22.000 Quadratkilometern. Das ist ungefähr fast 20 Mal so groß wie der Schlosspark Schönbrunn. Ein wunderschöner Blick in den Himmel offensichtlich, oder doch nicht? Ja, einer der vielen Teiche in der Lobau mit Seerosen, sogar blühende habe ich hier entdeckt. Ja, liebe Leute, heute habe ich auch einen Begleiter, und zwar den Bernhard. Den kenne ich schon ewig und drei Tage. Er ist nämlich der Vater eines meiner früheren Fußballspieler und Opa von einigen Jungs, die jetzt auch in meinem Fußballverein aktiv sind. Was schätzt du denn eigentlich so an der Lobau? Ja, die Lobau ist sehr vielfältig. Sie ist für mich, fürs Nordic Walking, ein ideales Gebiet. Auch mit dem Fahrrad kann man sie gut befahren. Und es ist eine grüne Lunge, fast ein Urwald, kann man sagen, durch Wege und Straßen unterbrochen. Ja, zum Bewandern ist sie hervorragend. Sie ist einfach fantastisch. Ja, und der Schlaufuchs hier hat schon die richtige Frage für die Hundehalter, die mit ihren vier Beinen in der Lobau spazieren gehen wollen. Also, liebe Leute, Antwort A, B oder C. Achtung, es gibt keinen 50-50-Joker und keinen Publikums-Joker. Und dieser Schlaufuchs, er steht beim Grundwasserwerk oder beim ersten der Grundwasserwerke in der Lobau. So, und was kommt mir denn hier entgegengekrabbelt? Eine Hirschkäferdame. Woran habe ich das wohl wieder erkannt? Na klar, die Damen tragen bei den Hirschkäfern, ähnlich wie bei den echten Hirschen, kein Geweih. Wenn wir schon in der Lobau sind, mit einem Namen, ist natürlich dieses Gebiet von Wien auch sehr eng verbunden, nämlich mit dem Namen Napoleon. Hier haben wir das Denkmal an die Napoleonstraße, über die 1809 die französischen Soldaten in Stärke von ca. 75.000 Mann herumzogen und dann später in der Schlacht bei Aspern kämpften und von einem gewissen Erzherzog Karl besiegt wurden. Wie man sieht, habe ich hier einen zusätzlichen Kameramann engagiert. Diese Feuerwanze überlegt wohl gerade, was sie hier als nächstes tun sollte. Was fangt ihr mit dem Begriff Totholz an? Hier seht ihr solches. Abgestorbene Bäume. Schlaufüchslein hat wieder eine Frage für euch parat. Und in der Frage steckt auch gleich ganz viel Information. Nämlich, wie viele Tierarten ungefähr im Nationalpark Donauauen-Lobau beheimatet sind. Und einem Nationalparkdirektor widmet man natürlich kein Denkmal, sondern eine Manzano-Schwarzpappel. Jetzt sind wir mal wieder bei der Geschichte rund um Napoleon angelangt, und zwar beim Friedhof der Franzosen. An dieser Stelle, was man sich hier natürlich angesichts des
herumwuchernden Holzes und Grünzeugs gar nicht mehr vorstellen kann, wurden rund 3000 in der Schlacht bei Aspern gefallene französische Krieger beerdigt. Ja, und wo sich jetzt nur ein schüchterner, obeliskenähnlicher Gedenkstein auftut, war 1809 voll das Leben, nämlich das Hauptpulvermagazin der Franzosen für die Schlachten im Machfeld. Die brauchten dort nämlich mehrere Tonnen Pulver, um die Dinge in die Luft zu jagen. Und natürlich waren dort auch Verbandplätze, Bäckereien, eine Feldschmiede oder andere Versorgungseinrichtungen hier in der Umgebung. Ja, was schätzen Sie denn so an der Lobau? Dass es schön zum Spazierengehen ist, dass es sehr viele Wege gibt, dass die Natur, die wilde Natur gefällt mir, dass das Wasser wieder hier ist, was wir lange Zeit vermisst haben. Und ja, der Raum, der Freiraum ist eben wunderschön. Und wir sind fast jeden Tag hier. So, zu diesem wunderbar netten Gesicht gehört noch ein genauso nettes vierbeiniges Wesen. Was macht denn an der Lobau den Reiz für Hundehalter aus? Dass man die Natur gleich vor der Haustür hat. Ich wohne da und wir sind jeden Tag in der Lobau und wir genießen das einfach. Und die Phoebe liebt natürlich die Lobau mehr als das Asphaltierte oder sonst was, ne? Das ist klar. Wir sind sehr froh, dass wir die Lobau da haben. Mittlerweile sind wir bei der Übergangsstelle der französischen Armee angelangt. Und zwar nach der ersten Niederlage gegen Erzherzog Karl hat der Korse natürlich nicht aufgegeben und ließ in etwa an dieser Stelle von seinen Mannen 12 Brücken errichten, die den Franzosen einen gefahrlosen Übergang ermöglichten ins Machfeld. Ja, und wenn mal keine Biber zur Verfügung stehen, dann macht halt der Mensch eine kleine Staumauer. Ja, das ist auf jeden Fall keine von den 12 Brücken, die der Napoleon da mal errichten ließ. Schlaufüchslein hat hier die nächste Frage für den gegenseitigen Umgang im Verkehr. Ja, und Pipperln und Papperln auf Wienerisch, sprich Trinken und Essen kann man in der Lobau ganz gut im Uferhaus. Der Donau-Oder-Kanal ist eines von wie so vielen Wiener Projekten, das in Wirklichkeit nie fertiggestellt wurde, hat es natürlich nie geschafft, die Donau und die Oder zu verbinden, ist aber dafür ein sehr beliebter Badeplatz geworden. Aber Achtung, Schlaufüchschen möchte nur ehrliche Antworten haben. Ist zwar grün, hat aber im Grünen eigentlich nichts verloren. Also nichts wie weg damit in den nächsten Mistkübel. Und ungefähr an dieser Stelle in der Lobau war 1809 das Hauptquartier des kleinen Korsen oder großen Franzosen Napoleon Bonaparte. Als er seine 75.000 Mann starke Armee versammelte, um ins Machfeld vorzustoßen. Auch beim Knusperhäuschen können sich hungrige Wanderer oder durstige Wanderer stärken. Lieben Hunde Wasser? Nun, dieser im Moment nicht offensichtlich. Ja, und über den Josefsteg geht's dann gemütlich weiter. Und der Josefsteg ist ganz schön lang. Vom Josefsteg bietet sich ja dieser Ausblick in einen Schilfgürtel mit einer
Siesta machenden Stockentendame. Und zwei weitere Entendamen vergnügen sich schwimmendermaßen . Auch Frösche sehen wir hier vom Josefsteg. Ja, liebe Leute, und wie würdet ihr diesen Baum wohl nennen? Schaut euch mal den Durchmesser des Stammes an. Man merkt, die Labauspezialisten werden schon langsam munter. Es ist der Herzerlbaum. Einer von vielen fantasieanregenden Bäumen im Nationalpark Lobau-Donauauen. Von diesem idyllischen, ins Wasser gebaute und ins Schilf gebauten Steg konnte man früher sehr viele Karpfen ausnehmen. Natürlich noch mehr kleine Fische. Leider ist durch das Zuwachsen jetzt nichts mehr von all dem sichtbar.